Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Schlappenbach im LS19 am Donnerstagmorgen. Einen wunderschönen. Wir hatten ja zuletzt in der letzten Folge dieses Problem mit dem Silo, dass sich diese, dass sie die Folie einmal hier abgesenkt hat und gesagt, nee, du kriegst schon nichts mehr aus dem Silo raus und es sind ja noch knapp 80.000 Liter drin. Genau 79.333. Und ja, ich nehme mal das an die Ecken, da kriege ich weg, weil das wären sicher auch noch vielleicht ein oder andere Lieder, aber das geht anscheinend nicht. Das heißt, wir haben so nichts mehr. Oh, bitte Vogel. Wir haben so nichts mehr zu tun, bis auf doch. Wir müssen die Schweine versorgen, das hätte ich jetzt gerade vergessen. Da werden wir wahrscheinlich aber auch nicht lange dran sein, weil da müssen wir vielleicht ein, zwei Mal runterfahren und dann sind die versorgt. Weil Wasser. Ups. Weil wir gucken mal ganz kurz rein, wie es ihnen denn so geht. Leute, ich bringe euch da mal was. Stroh kriegt ihr. Kartoffeln kriegt er und Sojabohnen kriegt er. Ich glaube, dann sind sie happy. Unsere 39 Stück. Ich glaube, dann sind sie happy. Ich habe noch Rückwärtsgang drin. So. Da vorne machen wir zu. Der Fermenter kann der, weil die. Ich kann es nicht lesen. Entweder sehe ich so schlecht oder man sieht die Anzeige so schlecht. Oh, 75.000 Liter sind da noch drin. Gut, ich hoffe mal, der verarbeitet die bis dahin das Silo. Das Silo. Das Gewicht kann man hier unten stehen lassen, wenn wir wieder Silo festfahren. So, machen wir mal ein bisschen Radio hier an. Dann läuft die ganze Sache auch schon relativ besser. Wenn ich heute wieder ein bisschen leiser sein sollte, tut es mir leid. Ich habe mein Mikro ein bisschen an der Stelle hingemacht, weil wenn ich hier lenke, hatte ich vorher ein bisschen zu wenig Freiraum. Musste immer aufpassen, wenn ich jetzt schnell worüber lenke, dass ich da nicht dagegen stoße. Und das war für mich immer ein bisschen unangenehm. Weil da musste ich ganz am Lenkrad dran sein und ist nicht ganz angenehm, ne? Aber ich glaube, Lautstärke passt, so wie es aussieht. Und ja. So, wir düsen jetzt erstmal hier zum Hof zurück. Nee, wir dürfen doch nicht zum Hof zurück, weil wir hätten hier schon runterfahren können. Vor allem weiter vorne runter. Weil wir den Hänger, den wir benötigen, noch unten stehen haben. Und ich werde hier vorne jetzt, glaube ich, rein den Frontlader auch erstmal unten stehen lassen. Weil ich ohne einfach wesentlich wendiger bin als ihr mit. Deswegen werde ich den erstmal unten, wenn ich ein schönes Plätzchen finde, wo er Platz hat, ohne dass er stört, den einfach mal stehen lassen. Okay, ah, das ist von dem Nachbar die Hofeinfahrt, okay. So. Ich werde den jetzt erstmal. Ah, hier vorne kann ich ihn abstellen. Ich glaube, da stört er nicht. So. Passt. Oder höre ich die Schweinchen schon? Ja, Jungs, ihr kriegt das Fressen. Zack. Es sieht nicht ganz so gesund aus, wie er da liegt. Aber gut. Oh Gott. Die kann ich stören, keine Kollision. Gut, perfekt. Aber wir müssen ganz kurz hier die Türchen an der Stelle machen. So. Und so. Perfekt. Profi. So, dann gucken wir mal unseren wunderschönen kleinen Farmtech, ist glaube ich, ja doch ein Farmtech muss sein. Einen wunderschönen kleinen Farmtech-Anhänger an hier. Passt, perfekt. Ach, das ist doch ein wunderschönes Gespann hier, also wirklich. Ich fahre vorne raus, weil da komme ich leichter raus. Ich hoffe mal, es kommt einfach mal kein Auto. Die Fußgänger laufen auch wieder mitten auf der Straße, kann man auch machen. So, Alter. Und auch noch auf der Gegenfahrbahn, Alter. Wir sind ein bisschen lebensmüde, die Leute hier. Ein bisschen anders, das ist auch. War gerade ein bisschen zu weit weg. Dürfte passen. Fahren hier oben eigentlich Autos? Ich glaube nicht, oder? Nee. Der Hund. Geh mal aus dem Weg, schon der 2.0 rumläuft. So. Fahren wir gleich unten hin, weil wir müssen ja nur zu unserem Silo und das Zeug da rauspacken. Ich hoffe wirklich, dass wir diesmal leichter reinkommen, weil der Farmer hier ist doch nochmal um einiges kleiner und wendiger als wie der 6M. Und letztens sind wir ja auch schon knapp reingekommen, aber
Die Kabine vom Johnny ist auch schon fast an der Decke angestanden. Und das war natürlich auch nicht ganz so gut. Was bringen wir denn ja zuerst mit? Ne, Weizen wollen sie glaube ich nicht haben. Sojabohnen. Ja, das ist das Wenigste, das nehmen wir zuerst mit. Ich glaube 4600 Liter wird ihnen fürs Erste auch mal eine Weile reichen. Also kriegen wir auch noch Kartoffeln. Und ich glaube, das passt dann ganz gut. Komme ich hier raus? Ja, ja, geht, geht. Geht, geht, perfekt. So. Perfekt. Dann fahren wir mal rüber zu unseren wunderschönen Schweinchen. Ich weiß gar nicht mehr, ich muss mal gucken, wie viel geht in den Stall rein? Gehen 50 rein? Ich glaube 50 ist die Grenze und wir haben jetzt 39 drin. Oh Gott. Kam Auto. Anhänger ist noch dran, das passt. Wir können auch mal die Plane drauf machen. So, weil da kann die Leute nicht sagen, dass wir hier irgendwelche Äschchen oder so weiter in den Anhänger reingebracht haben und das unsere Schweine verfüttert haben. Nee, nee, wir geben unseren Schweinchen nur saubere Nahrung. Deswegen machen wir auch die Plane drauf. Wobei eigentlich bei so einem kurzen Weg nicht viel passieren kann, aber machen wir einfach mal drauf hier. So. Ja, ja. Oh Gott, Jungs, was habt ihr denn da gemacht? Ist das scheiße? Wer ernsthaft? Nein. Die guten Reifen. Tut mir leid. Oh Gott. Unangenehm, unangenehm. Kann ich mal irgendwann abladen? Ah. Nee, ich will doch nicht nach hinten. Ich möchte gerne zur Seite. Geht das auch? Nee. Nee, das will ich auch nicht. Jungs. Ich wollte mich doch jetzt gerade verarschen, oder nicht? Warte mal, ich fahre noch ein bisschen weiter vor. Vielleicht ist dann besser. Wir konnten doch beim letzten Mal sagen, warte mal, was haben wir jetzt eingestellt? Links. Das müsste eigentlich normalerweise passen. Also Jungs, macht mir jetzt nicht schwach hier, ne? Ah, jetzt. Da kommt ein gutes Sojabohne rein. Und? Nee. Nee. Jungs, ich hab's euch eigentlich. Ah, oh, da. Oh. Ist das nur so wenig gewesen? Ja, oh, Produktivität 0%, das war vorher auch noch mal ein bisschen besser. Ja, wartet. Jetzt kommt jetzt gleich mal noch mal eine Kartoffelladung. Aber ich dachte gar nicht, dass du so viel mehr Sojabohnen brauchst. Genau. Wo hänge ich denn bitte? Kann mir noch mal jemand sagen? Also, ja. Komm hier. Hä? Leute, wo? Ich habe überall Abstand, sogar oben. Ja, safe hänge ich irgendwo links, oder? Ich fahr jetzt mal ein bisschen gerade raus. Hä? Nö. Ich kann auch wieder rückwärts rausfahren, wenn das so ist, ne? Also ich habe damit kein Problem, aber ich würde doch gerne vorwärts rausfahren, wenn es geht. Hallo? Also, ich weiß ja nicht, ne? Aber wo hänge ich denn? Hier habe ich auch schon, bin jetzt noch ein bisschen weiter sogar rübergefahren. Oben habe ich auch noch Platz. Also, okay, so komme ich nicht durch. Aber gut. Also, ich weiß jetzt wirklich nicht, wo ich hänge. Wow. Ist das euer ernstes Spiel? Ich steige einmal aus und dann geht's. Die wollen mich doch verarschen hier. Nee, 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 nee. Gut. Wir sind draußen. Das Aussteigen hat anscheinend geholfen. Der Traktor ist leichter geworden, der Anhänger ist irgendwie hochgegangen, keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir befreit. Ich habe nicht geblinkt, das hat jetzt keiner gesehen. So. Passt. Dann haben wir die Schweinchen noch ein bisschen Kartoffeln. Und dann wechseln wir mal kurz sauber machen und da können wir eigentlich schon vorspulen. Ne, dann steht dem. Eigentlich nichts im Wege, aus ich baue noch irgendwie einen Crash. Alter. Kollege, wir haben eigentlich Vorfahrt, ne? Aber gut.
Das haben wir ja schon öfters gesehen, dass die Autofahrer auf der Stammbach hier keine Verkehrsregeln kennen. Ja, und jetzt noch schön langsam tun, ne? Weil ich jetzt überholt den Fahrer mit 43 km/h. Ha, verkackt. Ja, den Audi. Nee, nee, nee. So. Bremsen. Nee, Sojabohnen wollen wir keine haben. Wir wollen. Nee, auch keine gewaschenen. Kartoffels. Wo seid ihr? Hallo? Macht mir jetzt nicht schwach, Jungs. Ich kann Ihnen auch vorher noch ein bisschen Strom mitnehmen, kein Problem. Ich nehme jetzt einfach mal den Anhänger voll mit. 14.000 Liter, das passt. Keine Ahnung, wie viel die wollen oder brauchen. Hab ich, wo hätte ich ihn da gerade abladen können? Kann man los? Nee, oder? Kann auch kein loses Zeug dann das Ding reinpacken. Das wäre schon ein bisschen sehr unrealistisch, aber gut. So, fahren wir wieder zurück hier. Ich glaube, die wollen auch einfach mal ein Strohbettchen, da muss es sich schön hinlegen können. Da können sie dann auch besser auf die Kartoffeln warten. So, der Hund hockt wieder an der Straße und wartet auf sein Herrchen wahrscheinlich. So, hier können wir wieder runter. Auto kommt keins. Die fahren hier, glaube ich, auch nicht hoch, wo wir runterfahren immer. Sondern die biegen vorher jetzt hier links ab. So. Wo geht denn das Stroh hin? Warte, ich gehe vorher gucken, bevor ich wieder irgendwo reinfahre, wo ich nie reinfahren sollte. Ja, die suchen hier irgendwas am Boden. Ich glaube, es kommt hier vorne. Hilfe, ich glaube, es kommt hier vorne rein. Man sieht es zwar nicht mehr, aber ich glaube, es kommt hier vorne rein. Ansonsten gucke ich noch immer. Die Tür könnte ich eigentlich auch zumachen. Ich stelle mir die hier noch alle weg. Das ist normalerweise Wasser. Nee, so haben sie nichts. Was ist da oben? Oh, hier kann man aufmachen. Ach, lol. Ach, ich weiß, was. Ich weiß, was das ist. Das ist ein. Genau. Das ist Stroh- oder Heuboden. Aha. Und da kann ich zum Beispiel hier oben Strohballen hinpacken. Und wenn ich sage, oh ja, die brauchen was, nehme ich den. Oder fahre mit einem kleinen. Weidemann oder Telelader. Ne, Telelader ist zu groß. Oder JCB oder sowas hierher. Oder Kompaktlader, so. Pack den, schmeiß den da runter. Oder ich nehme mit der Hand einen Schubsen runter. Und dann haben wir hier unten Stroh. Das ist, glaube ich, nicht. Hoppala, gut los. Hilfe, ich bin runtergefallen. Jungs, kann mir einer hochhelfen? Nee, ne? Oh. Okay. Ach, die Tür auf. Okay, gut. Ich weiß nicht, was man hier reinpacken kann. Aber das ist wahrscheinlich, Gülle. Ja, es ist. Doch, es ist Gülle. Kann man das wieder runterfahren? Okay, das geht gut. So, wir fahren jetzt einmal vorne rein, weil ich da vermute, dass wir da rein müssen. Wenn nicht, dann habe ich noch die Idee, dass wir da vielleicht reinfahren, wo ich gerade raus bin. Und ansonsten, I don't know. So. Fahren wir hier mal rein. Oh, Junge. Das geht auch nicht hier. Also, wieso tun wir uns die... Hallo? Wieso tut die Jungs von der LS Mod Company und sowas an hier? Das ist doch. Oh, Stroh. Ich kann das da ohne Probleme eigentlich abladen, aber nein. Stopp, 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 stopp. Das sieht ungesund aus. Junge, es ist doch nicht. Sogar der Hänger ist einfach zu groß für den Stall hier. Jungs. Ach! Ach, ihr seid mit Stroh versorgt. Okay, gut. Sehen mir zwar nicht nach so viel aus, weil ihr habt hier nur hier vorne war, da hinten gar nichts. Aber gut, wenn die meinen, sie sind, dann das reicht ihnen so. Oh. Das war nebenbei mein neues Handy. Warte kurz, ich muss jetzt kurz Stumm schalten. Das bündelt, dass die ganze Zeit hier noch rein. So. Oh. Ach,
Kokain wird nicht schlimm. Mal danach gucken. So. Komme ich hier wieder raus? Warte, wir können jetzt den Trick einmal aussteigen. So, muss eigentlich wieder gehen. Das klingt so lächerlich. Warte mal, wir haben hier unten auch ein Silo. Kann ich da was reinpacken? Das wäre natürlich. Kann man hier irgendwas aufmachen? Ich hab's angeschalten. Oder habe ich es angeschalten? Ich weiß nicht. Ah. Ich weiß nicht, wieso ich da hier herlaufen muss, aber gut. So. So, hoffen nur, dass Stroh hier reingeht. So, Jungs, warte. Was ist jetzt eingestellt? Nee, hinten. Warte mal, kann man das noch irgendwie anschalten? Was? Ablade. Ladeeinstellungen. Wartet mal. Oh! Wenn eine Auswahlbox abgeladen werden soll, beachte, dass in der Box eine Flucht abgeladen werden kann. Okay. Nehmen wir mal Bier. Okay. Kann ich abladen? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Gibt's das irgendwo im Shop? Weil dann kann ich mir das eigentlich angucken. Nee, oder? So wie es aussieht. Doch. Nee. Nee, das ist von Lizard. Ich suche eigentlich die Mod Company. Nee, gibt's anscheinend nicht. Nee, weil die sind. Nee, das ist nicht so eins. Hier vielleicht? Ah, hier ist es. Ah, okay. Ach, das ist von Global Company. Ach, okay. Enter Button. Okay, das heißt. Nee. Das ist. Oh Gott, das wollte ich eigentlich jetzt. So. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so. Gut, das heißt, wir können da eigentlich wieder zumachen, weil das, was wir brauchen, geht da nicht drin. Gut. Ich kann. Ach, das ist das, was ich da höre. Kann ich jetzt den Ding auch vielleicht wieder schließen? Ja, wir fahren gleich, Kollege, beruhig dich. Ich. Nee, ich will das nicht ausklappen. Ich will den Deckel schließen. Wie habe ich das vorgemacht? Die war doch hier gestanden. Gut, dann bleibt er halt offen, bevor wir hier noch länger einen Stau verursachen. Ja, ich war ja schon. Meine Güte, die haben es aber auch eilig hier. Ich glaube, die wollen nach Hause. Okay, 1822 ist, glaube ich, auch Feierabend. So. Aber schade, ich dachte, wir könnten unsere Sand einfach da unten abladen. Dann wäre der Weg relativ kurz. Dann könnten wir jetzt einmal gleich sogar mit dem Frontlader einfach machen. Aber ansonsten fahre ich doch lieber mit dem Hänger. Das heißt, wir ballern die letzte die 6200 Liter Stunde, die wir jetzt hier drin haben, wieder zurück in unser Silo. Und dann bringen wir da mal eine pure Kartoffel runter. Ich glaube, da werden sie sich sehr freuen, weil es ist das erste richtige, was heißt das erste richtige Futter. Die haben auch Sojabohnen und Raps schon mal Ding gehabt, also an Futter scheitert es bei denen normalerweise nicht. Das einzige, was sie halt von außen nicht hatten, war ein Strohbett. Was ich als wichtiges Hat der gerade LKW geholt? Oder habe ich mich jetzt gerade getäuscht? Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte irgendwie das Gefühl. Kann aber auch draußen bei uns gewesen sein. Ich weiß es nicht. Dann können wir mal die hier nochmal ab, die letzte. Das heißt, hier Stroh wieder ins Silo zurück. So, kann ich schon R drücken? Oh, das geht schon, okay. So, warte mal, wir brauchen jetzt Kartoffeln. Nee. Was ist Futter? Ah, wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung, was Futter ist. Kartoffeln, da haben sie. Dann machen wir auch den Enger einmal voll, bitte. Ich glaube aber, sie brauchen nie, oder? Weil von dem.
Ja, ich glaube, da fahren wir mal ein paar öfters fahren, weil wir hier sind 7600 Liter drin. Ich glaube, die wollen ein bisschen mehr haben. Weil das war jetzt vielleicht. Warte. 2, 3, 4. Viertel oder Fünftel, sowas war es auf jeden Fall. War es jetzt dieses 7000 Liter, was jetzt da drin sind, das heißt, da müssen wir schon ein bisschen mehr rein, aber wir sehen es ja dann. Wie viel sie denn genau brauchen mit den Kartoffeln. Wir haben ja relativ gut was im Lager, was ich eigentlich gedacht habe, was ziemlich lange reichen wird. Aber anscheinend sind die doch ein bisschen gefräßiger, als ich vermutet hatte. Jetzt sind wir schon wieder 21 Minuten hier dran. Ich wollte ja eigentlich noch heute noch ein bisschen vorspulen, aber das wird meines Erachtens nichts mehr. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass diese Schweineversorgung hier nochmal so lange dauert. Aber wir können hier noch ein paar Ladungen runterbringen. Und wenn ja die Folge halt eben rum ist und die Schweine immer noch was brauchen, dann werde ich das gucken, wenn ich das schnell offline runterbringe. So. Einlenken. Okay, wir haben leicht gestriffen, aber es geht ja. Hoppala. Oh, Kartoffeln. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Das ist die falsche Abladeposition. Das wollen wir haben. Oh. Komm ein bisschen zu weit rum. So. Okay, hier kann ich momentan auch nichts abladen. Gut. Jungs, wo kann ich denn was abladen? Hallo? Ich hätte hier ein paar Kartoffeln bei, ne? Ich glaube, ich wollte die haben, aber ich krieg kein Abladesymbol. Dann mache ich mal kurz alle Rad an. Ah, es geht. Unangenehm. Eieiei. So, na, wie sieht's denn bei euch eigentlich aus jetzt? Ja, die brauchen wahrscheinlich ein bisschen mehr, ne? Aber wir haben ja genügend, das ist kein Problem. Kommen die das schon? Oh. Habe ich noch einen anderen Anhänger mit drin? Ich glaube es nicht, ne? Wir haben jetzt den hier. Der ist. Warte. Der ist auch nicht viel kleiner. Der. Ja. Ah, der bringt halt. Ne, dann ist er wieder zu viel zu hoch. Aber Jungs, ich fahre doch da nicht mit 8 oder 4000 Liter rum. Das ist. Nee. Modtechnisch, ne, das ist zu groß schon wieder. Die sind auch schon wieder zu hoch. Und dann sonst. Ich habe irgendwelche Aufbauten noch drin. Oh. Die hier. Wer bringt damit? Der bringt 8000 Liter mit. Okay. Ah, die bringen dann schon ein bisschen. Ah, den kann man auch bis. Oh, schön, schön. Medium? Nee. Ich, oh Gott. Nicht genau. Ah, dann ist das Schiff wieder zu hoch, oder? Ich weiß es nicht. Er wäre ein bisschen flacher, glaube ich, wäre. Aber. Ich weiß es nicht, ich muss mir da bis zur nächsten Folge mal was überlegen. So. Oh. Das war natürlich diesmal hat es wieder nicht funktioniert. Gut. Mal ein bisschen mit Schmackes hier. So. Ja. Ah, geht. Ja, dann werde ich mir das bis morgen überlegen, was wir denn da machen. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Ob wir uns den anderen Anhänger kaufen sollen, weil mit dem, er ist zwar schön,
passt auch von der Größe her, oder was heißt von der Größe her, vom Volumen her würde perfekt passen, aber er ist einfach zu groß für den Stall. Aber das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und da habe ich mich fürs Zuschauen auch schon wieder bedanke, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig mit der Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben lassen, wäre natürlich sehr nett. Abonniert weiterhin und würde mich sehr freuen. Und ja, und sonst wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Donnerstag. Und da war ein LKW. Und ja, ansonsten ist dann auch schon wieder bald Wochenende. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und bis morgen. Macht es gut. Haut rein. Und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star.